Und auf einmal ist das ganze hart verdiente Geld weg. Ihr fühlt euch unsicher und kraftlos. Eure Beziehung geht den Bach runter. Die Liebe eures Lebens verlässt euch. Ihr seid allein. Alles wird unklar und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Heute erfährt ihr, welche Möglichkeiten ihr habt, das alles wiederzubekommen. Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch anhand eines Erlebnisses aus meinem Leben erklären, was ihr tun könnt, wenn ihr etwas Wertvolles in eurem Leben verloren habt. Und nehmt diese Geschichte einfach nur als Beispiel, als eine Metapher, weil mir ist bewusst, dass das eine das andere nicht aufwiegen kann. Ja, der liebevolle Mensch, den ihr vielleicht verloren habt, die Beziehung zu Ende gegangen ist, ist nicht das gleiche wie das Geld. Aber es sind alles wichtige Sachen. Und die machen genau das Gleiche mit einem und deswegen gibt es dort immer die gleichen Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen könnt. Vor circa 2 Wochen stand ich an dem Ort, wo eigentlich mein Auto stehen sollte und das Auto war weg. Mir war bewusst, als ich das den Tag davor dort gepackt hatte, dass dort ein Verbotsschild stand. Das galt aber für den Folgetakt ab 22 Uhr. Deswegen war mein erster Gedanke, Mensch, dann hast du doch woanders gepackt, als dass du das jetzt denkst. Ihr kennt das vielleicht, ne? Ihr kommt morgens runter und müsst einmal überlegen, wo habe ich denn gestern nochmal gepackt? Und das Gefühl hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt. Und ging dann in meinen Gedanken die Schleifen durch, wo ich hätte parken können. Aber mein Kopf sagte mir, nee, Christian, du hast schon dort gepackt, wo du jetzt gerade hier stehst. Und das Auto ist immer noch nicht da. Also mein zweiter Gedanke, dann hast du vielleicht dieses Verbotsschild missverstanden und es galt eventuell schon ab 0 Uhr des letzten Tages. Und dann wurde ich wütend, ja, weil 300 Euro abgeschleppt, das war mein Gedanke, dann bist du halt abgeschleppt, 300 Euro sind weg. Und da war ich ärgerlich, ja, weil vielleicht kennt ihr das auch, ja, wir brauchten das kurz vor Weihnachten, 300 Euro weg ist nicht wenig Geld. Also ich konnte aber jetzt in dem Moment nichts tun, habe mein Fahrrad geschnappt und habe mich auf dem Weg zur Arbeit gemacht. Und dann ist etwas passiert, was mir vielleicht vor ein paar Jahren wäre mir nicht passiert. Ich habe natürlich darüber überlegt, mit 300 Euro und der Wertigkeit dessen und sagte, Christian, ist das Geld einfach weg. Du kannst doch die Situation nicht mehr ändern. Es nützt doch nichts, wenn du dich jetzt aufregst, sondern lass es los. Lass es los. Das Leben ist zu schön. Der Tag ist zu schön, um sich jetzt zu ärgern darüber, was eh schon weg ist. Ich konnte ja diese Situation loslassen und das war echt ein tolles Gefühl. Und nichtsdestotrotz wollte ich unbedingt wissen, ob das Auto abgeschleppt ist. Also hielt ich kurz an und rief die Polizei an und fragte nach. Und die Polizei sagte, nee, wir haben ihr Auto nicht abgeschleppt. Da war der erste Gedanke, 300 Euro gespart. Oh, das Auto ist aber geklaut. Ich auf mein Fahrrad wieder weiter zur Arbeit, habe dann dort die Geschichte dort erzählt. Wollte es aber irgendwie nicht wachhaben, dass das Auto wirklich weg ist. Ich sagte, nee, du kannst jetzt nicht aufgeben, du musst jetzt nochmal alles tun. Also fahre ich nochmal zurück. Ich fahre jeden Parkplatz ab, um zu gucken, wo es sein könnte. Und als ich mich dann kämpferisch auf mein Fahrrad schwang und mit dem Gefühl, ich finde das Auto, machte es natürlich Klick. Und ich wusste wieder, du hast doch den Tag davor bis in diese Seitengasse gefahren, wo du nie parkst und dort hast du dein Auto abgeschleppt. Und ihr kennt vielleicht dieses Gefühl, wenn ihr etwas verloren habt und es wiederfindet. Egal, ob es der Schlüssel ist, ja? Egal, ob das Geld ist oder wie ich jetzt mein Auto oder halt eine Beziehung, die ihr vielleicht gerettet habt, die eigentlich zu Ende war. Wie groß doch die Freude darüber ist, etwas wiederzufinden. Und vielleicht habt ihr es aber auch gemerkt, welche 2 Möglichkeiten ich euch aufgegeben habe. Weil mir sind 2 Sachen passiert. A, erst als ich dachte, das Geld für das Abschleppen ist weg. Und B, als ich dachte, das Auto ist geklaut. Das Geld habe ich losgelassen. Und das Auto, das wollte ich nicht wahrhaben. Da wollte ich kämpfen dafür, dass es doch da sein könnte. Und diese 2 Möglichkeiten, meine Lieben, sind die, die ihr tun könnt, um etwas wiederzubekommen. Es loslassen. Oder alles dafür tun. Ja? Und wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das nicht mehr wiederbekommen könnt, was ihr verloren habt, dann lasst es los. Ich habe darüber auch ein Video gedreht. Wenn ihr aber euch sicher seid, dass ihr ein wertvoller Mensch seid,
dass die Beziehung es wert ist, für sie zu kämpfen, dass ihr dieses Investment, was gerade vielleicht schlecht läuft, dass ihr es wieder rumkriegt, dann müsst ihr alles dafür tun. Dann müsst ihr, so wie ich, jeden Parkplatz ablaufen. Dann müsst ihr alles dafür tun, dann könnt ihr es wieder bekommen. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, was tue ich wann? Wann lasse ich los? Wann kämpfe ich? Und wann tue ich vielleicht beides? Aber halt nur vermischt oder zu verschiedenen Zeiten. Das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte, was mich häufig im Leben begleitet hat. Und wenn ihr jetzt eine Geschichte habt oder ein Problem habt, wo ihr nicht wisst, soll ich kämpfen oder loslassen, dann schreibt mir gerne. Meine E-Mail-Adresse ist in der Beschreibung. Weil ich persönlich weiß, wie wichtig ein Spiegel, eine Reflexion dessen ist, wenn ich selber nicht weiß, wo ich hin soll. Und dafür sind Menschen etwas Wundervolles, die Lebenserfahrung haben und sich mit den Themen beschäftigt haben. Also könnt ihr mir gerne schreiben, ich tue alles das, was ich in meiner Macht steht, um euch zu helfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mit mir gemeinsam jede Woche wachsen könnt, für eure Persönlichkeit, für euer Leben, dann abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.